Und nächstes Thema direkt hier bei Update und es geht weiter nach Frankreich, nämlich wir bleiben im Bereich der Fernsehsender in der Medienwelt, nämlich es geht um Euronews. Vielleicht hat der eine oder andere mal den Sender Euronews gesehen. Es ist dieser Nachrichtensender, der ja bis vor ein paar Jahren auf einer Frequenz gesendet hatte mit 13 verschiedenen Sprachen. Derweil ist das ja aufgeteilt worden in 13, 14, 15 verschiedenen Sendern mit eigenem Programm, mit eigenem News-Ticker. Hat sich viel verändert bei Euronews. Und da war bis vor einem Jahr auch noch der amerikanische US-Sender, also der US-Sender NBC beteiligt. Ja, man wollte die Marke Euronews amerikanisieren. Könnte man jetzt diesen Begriff auch nennen. Das sah auch nämlich so danach aus. Es wurde nämlich neue Studios entwickelt, neue Formate entwickelt, die auch schon recht so diese amerikanisierten Nachrichten gezeigt hatten. Als urplötzlich dann der NBC-Mutterkonzern Comcast, ein Kabelnetzbetreiber in den USA, die Sky-Gruppe erworben hatte, ja, nach dem Zusammenfall von 21st Century Fox, überlegte man sich anscheinend bei NBC etwas anders und wollte ja unbedingt einen eigenen internationalen Nachrichtensender, um die Konkurrenz wie zum Beispiel aus Atlanta, nämlich CNN, und aus London, nämlich BBC World News genauer gesagt, nun endlich mal vom Thron zu stoßen. Der Name NBC Sky World News, falls ich den Namen auch noch so richtig im Kopf hatte. Genau, NBC Sky World News. Das Ganze aber jetzt wegen der Corona-Pandemie eher nicht und nun herrscht aber auch bei Euronews dicke Luft, nicht nur nach dem Verkauf der Anteile von Euronews, sondern auch generell durch die Corona-Pandemie. Denn in der Nacht von, ich glaube, Montag auf Dienstag nämlich, haben Journalistinnen und Journalisten beim europäischen Nachrichtensender in Lyon, ich habe ja Gott sei Dank Frankreich gesagt, in Lyon nämlich zum Streik aufgerufen. Warum? Davon war auch die deutschsprachige Redaktion nämlich beteiligt. Das hatte der Deutsche Journalistenverband am Dienstag ebenfalls erklärt. Denn der Streik richtet sich gegen die, so heißt es, miserablen Arbeitsbedingungen und ständig wachsenden Anforderungen der Geschäftsleitung an die Beschäftigten ohne zusätzliche Bezahlung. Klingt jetzt erstmal so, als würde man, wenn man bei Euronews arbeitet, richtig dreckig behandelt werden. Ist es aber auch so gesehen. Denn es geht vor allem nämlich um unzureichende Corona-Schutzmaßnahmen in der Euronews-Redaktion. Der BBC-Journalist John McManus hat auf Twitter unter anderem geschrieben, 100 Journalisten haben sich an diesem Streik vor allem beteiligt. Und es geht sogar auch, und das ist es halt auch nochmal klar, denn wie unter anderem auch DWDL nämlich wieder berichtet hat, wenn es um die Medienwelt geht, dann ist da DWDL immer wieder die Quelle Nummer 1, das kann ich euch nur so viel sagen, dass es nämlich auch unter anderem um Stellenabbau beim Nachrichtensender gibt. Ich habe davon vor einigen Tagen auch erfahren, dass vor allem nämlich Sprachangebote von Euronews, wie zum Beispiel der italienische Bereich, eingestellt werden sollte. Denn es heißt nämlich, von den 500 Festangestellten sollen 30 bis 40 Personen, da steht wahrscheinlich Prozent, das ist kompletter Schwachsinn, da habe ich mich wahrscheinlich verschrieben, das Unternehmen verlassen. Und weiter heißt es von Euronews vor allem, Euronews hat versucht, den Stellenabbau auf ein Minimum zu beschränken. Man verweist halt auf die Corona-Krise. Klar, dass viele Fernsehkonzerne oder Fernsehsender, vor allem Privatanbieter, die halt auf Werbeeinnahmen, ja, hoffen, in der Corona-Pandemie nämlich ziemlich heftig zu kämpfen haben. Und so auch natürlich einer wie Euronews, der aber auch natürlich gleichzeitig von der Europäischen Kommission unterstützt wird. Da gibt es ja auch interessante Sendungen, die vor allem auch aus dem Europaparlament in Brüssel kommen. Das nur so nebenbei. Dennoch heißt es, dass man neben dem Arbeitsplatzabbau auch noch neue Arbeitsplätze schaffen möchte, um die Entwicklung neuer digitaler Branchen zu unterstützen. Ja, und vor allem soll das nämlich so kompensiert werden, dass die gekündigt wurden, wieder eingestellt werden quasi. Wahrscheinlich, wenn man es jetzt aus arbeitsrechtlicher Sicht sich mal das wahrscheinlich angucken möchte, bestimmt dann noch schlechter bezahlt und genau dann noch so eine weiter richtig schlechte
Strategie dahinter, wie es natürlich die Mitarbeiter dort vermuten. Weiter heißt es sogar auch, wir respektieren das Streikrecht unserer Mitarbeiter voll und ganz und werden weiter einen intensiven Dialog mit den Personalvertretern führen, wie es seit der ersten Bekanntgabe des Plans im vergangenen November immer wieder getan haben, um sicherzustellen, dass ihre Bedenken gehört werden. Und wie gesagt, es gibt eine ganze Menge, was ja bei Euronews ja im Moment geradewegs auch falsch läuft. Wie gesagt, die Beteiligung von NBC ist weg. Die wurde ja letztes Jahr verkauft. 25% war NBC an Euronews beteiligt. Das Ganze sollte ja dann auch, die große Firma, das Unternehmen sollte ja dann Euronews NBC eigentlich heißen. Ist ja dann, sagen wir mal, daraus nichts mehr geworden. Die Anteile wurden an den ägyptischen Milliardär Najib Zawaris verkauft. Ursprünglich war, wie gesagt, auch Euronews ja umzubauen in eine europäische Ausgabe von NBC News. Also irgendwann wahrscheinlich hätte NBC wahrscheinlich sich so viel Anteile gekauft, dass es auf einmal nicht mehr Euronews, sondern NBC News geheißen hätte. Und wie gesagt, die Pläne von NBC natürlich mit Sky, selbstverständlich mit Sky News aus Großbritannien, das Sky, NBC Sky World News zu machen, ist ja auch durch die Corona-Pandemie erstmal gestoppt worden vorerst. Das Projekt liegt ja im Moment auf Eis. Auch aus Deutschland kam ja eine Reaktion zu diesen Streiks und zu diesen Maßnahmen. Der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes Frank Überall warf nämlich der Geschäftsführung des europäischen Nachrichtensenders Euronews eine Rambo-Manier vor und stellte sich hinter den streikenden Journalisten. Gerade in den belasteten Corona-Situationen müssen sich Journalisten auf ihre Arbeitgeber verlassen können. Wenn das nicht der Fall ist, haben die Kolleginnen und Kollegen jedes Recht, sich zur Wehr zu setzen. So forderte auch der DJV-Chef das Management von Euronews zudem auf, sich der Verantwortung für angestellte und freie Mitarbeiter sich zu stellen. So heißt es auch, gut recherchierte Informationen und Hintergründe werden heute dringender benötigt denn je. Die journalistische Arbeit hat ihren Preis. Ja, und wenn es dann irgendwie heißt, nee, du kannst halt nicht im Homeoffice, sondern du musst vor Ort sein, dann dann stimmt da halt irgendwie was nicht. Und wenn jetzt halt durch möglichen Stellenabbau und wenn ein Milliardär dann auf einmal nicht so viel Geld noch dazu schießen möchte, wie er das eigentlich möchte, weil neben Euronews gibt es ja auch noch die afrikanische Variante, Africa News. Wie es da aussieht, das ist eher unbekannt. Und das wird auch noch ein spannendes Thema sein, was bei Euronews nämlich noch abgehen wird. Ob es unter anderem auch stimmt, dass zum Beispiel die Version aus Georgien und aus Italien eingestellt werden wegen diesen Sparmaßnahmen, das wäre natürlich heftig, weil ich glaube, Italien ist auch seit dem Sendestart 1994 mit dabei. Euronews sendet auch auf Deutsch. Wie gesagt, es waren auch deutsche Journalisten daran beteiligt, wo ja unter anderem ja auch entsprechend die deutschen Kollegen dann auch gestreikt hatten.